Schiedsrichter in der Lotto Hessenliga. Wie läuft der Arbeitstag eines Schiedsrichters ab? Wir waren mit dabei. Mein Name ist Tim Waldinger, bin 27 Jahre alt, komme aus dem Kreis Marburg, genau, und bin heute hier für den Hessischen Fußballverband als Schiedsrichter im Einsatz. Doch wie genau wird man eigentlich Schiedsrichter? Dafür muss man erstmal ein bisschen Interesse zeigen am Fußball, denke ich. Das gehört absolut dazu. Und dann muss man sich zu einem Neulingslehrgang anmelden, der in regelmäßigen Abständen in den verschiedenen hessischen Kreisen angeboten wird. Bei uns in Marburg beispielsweise der nächste im Januar, der da stattfinden wird. Kann man sich dann online anmelden und alles Weitere wird dann, der theoretische Grundstein wird bei diesem Neulingslehrgang gelegt. Beim Spiel Frankfurt U21 gegen den SV Neuhof sind auch zwei junge Kollegen erstmals in der Hessenliga im Einsatz. Was hat sie dazu bewegt, Schiedsrichter zu werden? Ich bin Schiedsrichter geworden, weil ich meinen Lieblingssport mal aus einer anderen Perspektive erleben wollte und mich damit näher auseinandersetzen wollte. Das Besondere für mich am Schiedsrichter ist, dass man die Verantwortung auf dem Platz trägt, dass man Entscheidungen durchsetzen muss und dass man vor allem, wie der Niklas schon gesagt hat, sehr viel für seinen Charakter lernt. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes. Und da konnte ich persönlich sehr viel mitnehmen. Ein Schiedsrichter muss auch immer mit einer Menge Druck umgehen können, um ein Spiel optimal zu leiten. Wie geht man damit um, wenn doch einmal eine Fehlentscheidung passiert? Wir treffen viele Entscheidungen in Spielen. Da ist mitunter immer mal eine Fehlentscheidung dabei. Aber es gilt einfach damit umzugehen, die Gründe vielleicht zu erklären, warum es zu dieser Fehlentscheidung gekommen ist, damit es eben beim nächsten Mal nicht mehr passiert. Aber eine Angst gibt es nicht auf Fehlentscheidung. Nach dem Spiel folgt in der Kabine die Nachbesprechung mit den jungen Kollegen, die schon in ihrem ersten Einsatz in der Lotto Hessenliga einen guten Eindruck bekommen und hinterlassen haben. Ja, in der strittigen Szene direkt vor Niklas gab es ein bisschen heftigeres Einsteigen von dem Neuhöfer Spieler. Für mich aber noch ausreichend mit Gelb zu bestrafen. Danach die klassische Rudelbildung, vielleicht ein bisschen Aufruhr. Die Frankfurter Spieler, die eigenen Spieler schützen wollten, die Neuhöfer, die dann auch mitmischen. Die Bank, die auch ein bisschen hochgegangen ist. Aber das hat Niklas mit seinen 15 Jahren sehr, sehr gut gelöst. Hat da gestandene ehemalige Bundesligaspieler in den Griff bekommen und zurückgeschickt, sodass das echt gut gelöst war und wir da sehr gut auch aus der Szene rausgegangen sind. Ich denke, im Großen und Ganzen war es ein rundes Spiel und wir können zufrieden sein. Ja. Nee. Passt.